Im Dresdner Osten, an der Schandauer Straße, ragt der Erneman-Turm über die Gebäude der Technischen Sammlungen. Ein Kleinod der Industriearchitektur Dresdens wurde er mit der Werkserweiterung der 1898 gegründeten Erneman-Werke 1923 fertiggestellt. Der Stahlbetonbau, dessen Silhouette noch in der DDR als Logo des VEB Pentacon diente, macht noch heute die Bedeutung Dresdens als führenden Standort der Kameraproduktion deutlich. Er ist 42 Meter hoch und soll die Form eines damaligen Objektivs nachbilden. Der Eintritt ist frei, doch muss man sich an der Rezeption melden, damit die Statistik stimmt. Mit dem Aufzug geht es in die 6. Etage. Zu Fuß sind noch 3 Stockwerke zu bewältigen und dann noch ca. 60 Stufen einer Wendeltreppe zu steigen. Der Rundblick ist beeindruckend. Unten schauend fällt der Blick auf die von Hans Unger entworfene Lichtgöttin.